Wuff. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benny. Schön, dass du da bist. Heute haben wir ein kleines Report with me. Und zwar habe ich oder war ich einkaufen und ich habe dabei zwei schöne Pflanzen gefunden. Und zwar einmal diese Philodendron Walczewiczki. Ich blende euch den Namen ein. Es tut mir so wahnsinnig leid. Aber diesen wunderhübschen Philodendron, guck mal, da gucken auch schon unten so ein paar Wurzeln raus. Das ganze Ding hat 15 Euro gekostet und ich denke, okay, dafür, dass es irgendwie aussieht wie so ein Salat, Knubbel oder irgendwas, was man essen könnte, sieht ganz interessant aus. Für 15 Euro kann man da eigentlich, glaube ich, nicht viel falsch machen. Den werden wir heute aus der Erde holen und schon mal in meine Box packen. Dann habe ich noch einen echten Philodendron Bilitae gesehen, auch für 15 Euro. Ich dachte mir, okay, den hast du, glaube ich, noch nicht. Den nehme ich auch gleich mit. Und so sieht das ganze Ding so schön aus. Auch diese wunderschönen langen Blätter, oder? Da unten guckt, glaube ich, noch nichts raus. Naja, doch, ein paar Wurzeln. Staubtrocken sind sie auch. Von daher haben wir jetzt da viel oder können wir das gut umtopfen oder aus der Erde holen. Und dann, wenn wir noch Zeit haben, habe ich hier noch zwei Sachen aus meiner Wachstumsbox mitgebracht. Und zwar einmal diese sehr stark überwuchernde Syngonie. Die lebt schon seit sehr vielen Äonen in meiner Box und möchte irgendwie ganz dringend, guck mal, hier klebt doch eine Wurzel dran, möchte auch ganz dringend eingetopft werden. Und wenn wir es dann noch schaffen, dann habe ich ja noch eine wunderschöne Monstera Minima mitgebracht, die, glaube ich, noch länger in dieser Wachstumsbox lebt als alle anderen Pflanzen. Schon alleine diese ganzen weißen Luftwurzeln, die da dran hängen. Ich dachte, okay, jetzt heute ist der perfekte Zeitpunkt dafür, um diese Pflanze einmal einzupflanzen. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen, ja? Notfalls schneiden wir die einfach ab und stecken die einfach alle in die Erde oder ins Substrat. Aber gucken wir mal. Aber das hier, wenn ich das irgendwie draußen hängen lasse, dann geht mir das ein. Von daher gucken wir mal. Jetzt nicht umfallen. Die ganzen Wurzeln schön wieder zurück. Hält? Hält. Okay, perfekt. Okay, die Sachen habe ich mit euch vor und ich glaube, wir fangen erstmal an, die Pflanzen aus der Erde zu holen. Und zwar fangen wir mit der Pflanze an, dessen Name wir nicht aussprechen wollen. Aber ehrlich, wie kann man so eine Pflanze wirklich? Na, seht ihr nicht, ne? Ist zu hell. Wie kann man so eine Pflanze so nennen? Warczewiczki. Ja, okay. Ja, das heißt, wir kneten wieder den Topf ein bisschen. Dann ziehen wir an diesem wunderschönen Knubbel. Oh. Oh. Na, da werden vielleicht ein paar Wurzeln bei draufgehen unten. Ja. Oh, das sieht ja auch eigentlich ganz gut aus, ne? Oder was sagst du dazu? Sehr schön. Okay, das heißt jetzt Erde, wie immer Erde raus, Erde ab, danach abspülen, danach Box. Ich denke mal nur, dass wir jetzt den ersten Schritt machen, weil ich glaube, abspülen und in die Box packen kann ich, glaube ich, alleine. Und wie immer hier so ein bisschen mit dem Finger rumbohren. Genau. Na, ich kann euch ja in der Zwischenzeit schon mal so ein kleines Update über die Calthea geben. Oder Calathea, vorletzte Woche, die wir vor ein paar Folgen gerettet haben. Ich glaube, ich habe noch nie so eine stinkende Pflanze gesehen wie die. ich habe die jetzt in der Box. Und ich habe jetzt ja schon so oft das Wasser gewechselt, aber irgendwie fängt das die ganze Zeit da drin an zu schimmeln, an zu modern an. Das fängt an zu stinken. Und diese Pflanze, die stinkt so abgrundtief. Ich bin so, so froh, dass ihr das nicht riechen könnt, weil das ist echt. Gucken wir mal, ob wir die wirklich durchkriegen. Ich hoffe, dass die nicht auch so riecht, wenn sie jetzt draußen ist. Aber ich glaube fast, dass wir hier unten gar nicht durchkommen werden. Guck mal, das ist ja so dicht. Ja, das da unten, das ist so dicht, da kommen wir, glaube ich, gar nicht durch. Guck mal, ein bisschen habe ich schon. Hier die Hälfte, ne? Ja.
Was ist denn eure Pflanze? Oder habt ihr denn letzten Endes oder vor ein paar Wochen euch auch eine neue Pflanze gekauft? Was habt ihr euch denn so gekauft? Oder wartet ihr immer so ein bis zwei Mal im Jahr? Eigentlich hatte ich ja gesagt, okay, ich will mir eigentlich jetzt unter dem Jahr keine Pflanzen mehr kaufen, sondern ich warte, bis ich wieder Ende des Jahres zu Aequagenera Europa fahre und kaufe mir dann da lieber ein bis zwei Pflanzen mehr oder irgendwas Größeres oder so. Da habe ich dann effektiv mehr von. Dann dachte ich so, nee, die musst du einfach mitnehmen. Ja, genau, ich fahre eigentlich immer ein bis zweimal im Jahr zu Aequagenera Europa. Das sind, glaube ich, immer so 4, 4,5 Stunden hin und zurück. Das ist dann eigentlich immer schon eine schöne Fahrt. Man ist dann mal rausgekommen. Man kann sich die Pflanzen da direkt schön vor Ort angucken. Man hat da freie Wahl, keiner nervt einen. Die Pflanzen sehen eigentlich immer alle gut aus. Das ist ja auch so, Tüte. Und genau. Ich glaube, ich kaufe letzten Endes, also das hier war, glaube ich, immer noch so eine Ausnahme. Ich glaube, ich kaufe meine Pflanzen auch irgendwie fast ausschließlich dann nur noch online. Also die Pflanzen wirklich live und in Farbe zu sehen, ist ja nochmal was anderes. Aber weiß ich nicht. Ich kaufe mir die nicht mehr so oder so wahnsinnig ungern im Laden, denn manchmal sind sie dann falsch beschriftet oder ich bin da immer gerne mal zu einem Laden gegangen, der hat die Pflanzen dann immer absichtlich falsch beschriftet. Da war dann zum Beispiel, na, was war das Neueste, was gerade auf Instagram gerade so wunderschön live ging? Oder viral ging. Diese Monstera White Monster war es, glaube ich. Genau. Es ist halt eigentlich wieder noch eine neue Form von der Thai Constellation. Die hat dann halt noch mehr Weißanteile als die normale. Als die hier. Die ist dann wirklich fast nur noch 90% weiß, wo ich mir dann halt auch schon denke, okay, wenn da jetzt halt ein vollkommen weißer Bereich drin ist, der wird mir schon braun. Wie wird das denn bei einer Pflanze? Wie sieht das denn halt erst bei einer Pflanze aus, die so 90% weiß ist? Komischerweise, ich glaube, ein paar Wochen oder ich glaube, einen Monat später hatte der Laden die Pflanze im Sortiment für 100 T von Euro. Wo ich so meinte, so, nee, das ist alles, aber nicht, aber jetzt keine, aber keine, aber keine White Monster. ja, und auch ein paar andere Sachen falsch beschriftet oder zusammengesteckt, damit du die Pflanze dann teurer verkaufen kannst. Also das Highlight war eine Anthurie. Oh Scheiße, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ich bin so schlecht mit Namen, wirklich. Delta Force, genau, ich denke immer an Pforz. Das ist meine Eselsbrücke. Genau, Delta Force. Bei Harmony Plants habe ich sie, glaube ich, für das letzte Mal, glaube ich, für 70, 80 € gesehen. Und der Laden hat sie dann, glaube ich, für knapp 200 oder 300 € verkauft, für die gleiche Größe. Und dachte ich schon so, boah, Kinder. Ja, vielleicht sah sie halt auch wirklich gut aus oder vielleicht war sie halt auch wirklich größer, ne? Aber manchmal sind da halt wirklich Preise dabei, da denke ich mir halt echt so, boah, Kinder. Uff. Ja, und deswegen gehe ich da immer nicht mehr so gerne zu dem Laden, den ich jetzt nicht nennen will. Aber seid da vorsichtig. Also ich gucke irgendwie immer gerne bei Harmony Plants, Grow Jungle und Aequagenera Europa, das sind eigentlich so meine drei. Ihr könnt auch bei Dawn heißt es mit Nachnamen. Nee, Until Dawn war, glaube ich, ein Computerspiel. Komm, ich blende euch den Namen ein. Darf sich Zukunfts-Benny drum kümmern. ne, der Name, die, der ist auch noch ganz gut, gerade wenn es um Anthurien geht. Da gibt es dann, glaube ich, auch schon so die Anthurien, die so 4.000 € plus, also selbst gezüchtet, selbst rangewachsen, selbst gepampert, Musik Beethoven vorgespielt, alles. Und deswegen sind die da halt auch so wirklich teuer. Teuer, ich glaube, da kriegst du halt auch Pflanzen, die du bei Aequagenera nicht kriegst, also gerade wenn es um Anthurien geht.
Ja, ne, und bei den Läden gucke ich eigentlich immer. Und wenn was Schickes dabei ist, dann bestelle ich mir die. Gerade was ich bei Grow Jungle so, was ich da so sehr liebe, dass du you buy what you see. Das heißt, du kaufst genau das, was du siehst. Jetzt haben die dann auch immer noch ein paar Fotos gemacht. Und da erkennt man dann halt auch eigentlich immer so ganz genau, ah, okay, das ist die Pflanze, oben, unten, links, rechts. Ein Knastfoto einmal von links und dann hast du die ganze Pflanze gesehen. Und das liebe ich so sehr. Weil da kannst du die ganze Pflanze halt einmal vorher angucken und dann kannst du sie halt kaufen. Und dann wird es dir noch zugeschickt. Genau. Schütteln wir es einmal durch. Ja, gut genug. Der Rest kommt beim Abspülen. Ich habe da jetzt ein bisschen härter durchgegriffen, also gerade hier oben kriege ich es nicht. Hier habe ich noch so einen kleinen Kranz dran, weil hier sind wirklich zu viele Wurzeln dran. Ich habe hier unten einmal ein bisschen kräftiger durchgegriffen. Dafür habe ich jetzt hier den Knubbel nicht mehr hier unten. Aber das sieht ja wirklich aus wie Rettich oder so, oder? Hier gerade so der Teil. Na, so sieht es jetzt aus. Den werde ich dann nachher einmal durchspülen. Dann kommt das Ding in einen so einen Untersetzer von so einem Trinkgefäß oder von so einer Trinkflasche, 1,5 Liter. Und dann, na gut, ist jetzt ruhig ein bisschen kleiner, vielleicht finde ich da noch was Größeres. Steht das komplett in Wasser, in dem Dings drin. Wie ich meine Boxen aufbaue, kannst du da oben klicken. Genau. Generell, wenn du jetzt halt auch ganz, ganz bestimmt wissen willst, wie ich jetzt meine Pflanze umtopfe, ich glaube, ich habe da auch ein Video zu gemacht. Das war Pflanze Nummer 1. Ich nenne sie jetzt Rettich, ja? Machen wir jetzt auch gleich die zweite Pflanze, den Billy. Wirklich ein sehr schönes Blatt, oder? Boah. Ich weiß nicht, warum, wo man Pflanzen halt immer so abstützt. Also ich kann es verstehen, wenn eine Pflanze so wie der schiefe Turm von Pisa wächst und du willst halt eigentlich unbedingt, dass die ein bisschen gerade wächst, weil Gründe, dann verstehe ich, dass man da mal so ein Stäbchen reinhaut, um die wirklich gerade wachsen zu lassen. Aber ich weiß nicht, warum die Leute hier immer diese ganzen Stäbe in diese Pflanzen reinrammen. So, weißt du, die wächst doch halt auch fantastisch. Oder ist die jetzt irgendwie für dich aus schief, krumm oder sonst was? Das ist doch eigentlich, ne? Ist doch eigentlich ganz gerade. Verstehe ich nicht. Naja, anyway. Wir drücken einmal zusammen. Das dürfte jetzt wesentlich leichter rausgehen. Genau. Was ich auch noch gerne mache, hier steht ja halt eigentlich immer, rote steht da dran, ich schneide mir halt eigentlich immer gerne diesen Aufkleber aus und stecke den dann immer mit in die Box rein. Dann weiß ich eigentlich immer ganz genau, wie die Pflanze heißt. Denn bei dem Rettich da oben, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir den Namen nicht merke. Rettich. Ja, komm, das sieht doch aber auch so, ey, aber wirklich, oder? Wie würdest du dazu sagen? Also wenn ich dir jetzt nicht sage, dass das ein Philodendron ist, ab in die Suppe damit. Habt ihr vielleicht auch so eine Pflanze, die irgendwie aussieht, als wenn ihr sie essen würdet? Würde mich mal interessieren, weil manche Blätter sehen ja wirklich aus, wo du so davor stehst und denkst, das ist ja lad. So richtig schön Berliner, weißt du? Habt ihr da vielleicht auch so eine Pflanze? Dann würde mich mal interessieren, wenn ihr das mal in die Kommentare schreibt. Faszinierend. Okay. Wir haben uns gar nicht die Wurzeln angeguckt. Ich rede halt einfach weiter. Na, guck mal, die Ecke könnt ihr noch sehen. Sieht eigentlich ganz dezent aus, also eigentlich ganz vernünftig. Hier habe ich jetzt schon angefangen. Unten guckt halt noch nicht was, guckt noch nichts raus. Das ist hier, denke ich mal, dass die Pflanze gerade erst frisch umgetopft wurde. Genau. Genau, zurück zur Geschichte. Benny kauft Pflanzen. Genau, das hat mich dann, war das auch noch ein, also das war jetzt nicht der Laden, von dem ich jetzt gerade die Pflanzen gekauft habe, das war noch ein anderer. Ein etwas bekannterer, zumindest in der Umgebung Berlin. So viel Auswahl haben wir ja hier nicht, sind wir mal ganz ehrlich. Und
Da denke ich mir halt dann halt irgendwie immer so, okay, du kannst die Pflanze, wenn du sie jetzt halt wirklich von Grow Jungle oder von irgendwo her bestellst und sie die zuschicken lässt, du kannst da halt irgendwie immer ein Blatt fehlt oder abgeknickt oder irgendwelche Transportschäden, das ist wirklich, oder die Pflanze muss sich akklimatisieren, das ist vollkommen okay. Das rechtfertigt aber immer noch lange nicht einen Preis von vier, also oder von viermal höheren Preis. Das finde ich, das. Also klar, also die Pflanzen jetzt wirklich importieren lassen, würde ich jetzt erstmal auch nicht, ne, von Indonesien oder was weiß ich, was mal, was man, wo, woher die Pflanzen da kommen. Weil da habe ich mir dann zu schlimm, da sind dann die Videos zu schlimm, wo man dann sagt, oh, jetzt die Pflanzen akklimatisieren und dann hast du irgendwie, dann kommen die Pflanzen zwar richtig schön bei dir an, die schrubben dann auch immer noch mit so einer Metallbürste die Wurzeln ab. Also derjenige, der die Pflanzen versendet, damit die Pflanze durch den Zoll kommt, weil damit da gar keine Viecher, damit du gar keine Viecher mit verschickst, weil sonst werden sie nämlich in der Grenze, bleiben sie dann nämlich beim Zoll hängen und dann ist die Pflanze hin. Und dann hast du da also Tag 1, so wunderhübsch, die Pflanzen sind noch relativ okay angekommen, also so halb verdurstet. Und dann hast du den, dann zeigen diejenigen dann und die Pflanze so eine Woche später oder so. Und die Pflanze hat einfach gar keine Blätter mehr, so, weißt du. Ja, wenn du da jetzt da wirklich eine Pflanze hast, wo du denkst, das lohnt sich jetzt, die Pflanze wirklich ein halbes Jahr lang nochmal von null anzufangen, oder die Chance ist halt einfach sehr, sehr groß, dass die Pflanze nicht wieder kriegst oder dass die Pflanze auch effektiv einfach eingeht. Das ist mir zu hoch. Aber du kannst da halt gerne auch mal in die Kommentare schreiben, ob du dir Pflanzen zum Beispiel importiert lässt, importieren, oder hast du dir generell schon mal eine Pflanze importiert? Das würde mich zum Beispiel interessieren. Und wenn, von wo? Das würde mich interessieren. Oder macht ihr da irgendwie so eine Gruppenbestellung, so von wegen, ey, Freundin, hier, ich bestelle wieder, und weil es dann effektiv billiger wird. Dann sagt mir doch gerne mal Bescheid, wo ihr so eure Pflanzen bestellt und was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt. Also ist es halt wirklich so, wie man sagt, dass die Pflanzen eingehen, oder hast du überhaupt gar keine Probleme damit? Was wir jetzt hier halt irgendwie ganz, ganz schön sehen, hier haben wir wieder so einen kleinen Aufzuchtspot, so ein Death Plug, weil die Pflanze, also wenn ihr halt sowas seht, unbedingt abmachen. Denn wie ihr jetzt letzten Endes so schön seht, die Wurzeln können entweder oben oder unten raus. Das ist halt wirklich einmal so ein, wie so Papier, wie so ein Stück Faden hier, ne? Unbedingt abmachen. Unbedingt, das muss ab. Weil das kann halt im schlimmsten Fall dazu führen, dass euch die Pflanze erstickt, oder dass die Wurzeln nicht genug Luft kriegen. Und deswegen einfach ganz doll abmachen. Also alle Pflanzen, die irgendwie auf so einem, ich sage jetzt mal nicht Bauhaus dazu, aber auf so einem kleineren Anzuchtläden kommen, die haben da eigentlich immer so ein Plug unten, damit die Pflanzen schneller aufgezogen kriegen. Genau. Das war Pflanze Nummer 2. Genau, und wie immer hier in der Mitte hängt es irgendwie noch ein bisschen. Das mache ich dann aber irgendwie unter der Dusche. Das ist der Billy. Hier sieht es eigentlich ganz vernünftig aus. Dieses Ding da in der Mitte ist halt auch ab. Sehr schick, Pflanze Nummer 2. So, wir machen jetzt trotzdem mal eine kleine Pause, dann kann ich die trotzdem schon mal abwischen. Der Tisch muss sauber sein, weil wenn ich jetzt mit Semihydro arbeite, dann will ich den Dreck nicht in dem Topf haben. Von daher bis gleich. Ich bin wieder da. Fertig mit dem Abspülen. Das hier ist der Rettich. Sieht eigentlich ganz okay aus von den Wurzeln her. Oder vom Abspülen, das ist der Billy. Darf jetzt halt nur nicht vergessen, jetzt regelmäßig zu oder das Wasser zu wechseln, weil da sind mir noch ein paar, also die Erde, die klebt da so richtig an den Wurzeln dran.
Deswegen darf ich jetzt nicht vergessen, regelmäßig das Wasser zu wechseln. Ich habe gesehen, wir sind bei 20 Minuten. Das heißt, ich würde jetzt vorschlagen, wir machen eine von den beiden. Und ich würde vorschlagen, wir machen dieses Monstrum, weil ich glaube, das ist für euch auch ein bisschen spannender. Die Monstera Minima. Okay. So, und zwar, ich habe hier einen kleinen Topf. Den können wir hier raufstellen, dann seht ihr das halt auch. Oh, diese ganzen Wurzeln. Ah, ich drehe den einfach mal um. Warte, einen brauche ich. Da. Ja. Oh, ein bisschen hoch, aber ihr seht's. Okay, das heißt, wir haben diese wunderhübsche Pflanze. okay, das heißt, hier sind eigentlich 3, 4 Stück drin. Was machen wir damit? Ich würde eigentlich fast sagen, wir schneiden sie irgendwo und haben dann halt mehrere Pflanzen in einem. Und zwar ich würde irgendwie gerne hier schneiden wollen, weil dann habe ich hier so ein bisschen mehr Freiraum. Wo sind die meisten Wurzeln dran? Hier habe ich Wurzeln, da habe ich Wurzeln. Da kommt ein neuer Trieb, also schneiden wir direkt hier ab. Okay. Ach, jetzt habe ich meinen Zimt vergessen. Naja, dann hat kein Zimt. Geht's heute auch mal ohne. Das hier ist der eine. Das nehmen wir so hin. Genau, das kann man ja dann hier so notfalls noch ein bisschen rumwickeln. Das Ende hier, oder schneiden wir das auch nochmal ab. Ne, du bist mir zu mickrig. Gott, oh Gott, oh Gott. Schneiden wir das ab oder lassen wir das dran? Komm, wir können ja hier den kleinen Trieb abschneiden. Direkt an der Basis. Jetzt haben wir jetzt hier so einen kleinen Schniepel. Hier haben wir noch was, und zwar hier, da sieht man so schlecht, ne? Ich glaube, hier wächst noch was durch, hier. Das würde ich jetzt auch gerne einmal abschneiden. So, genau. Dann schneiden wir das Ganze ab. Ja, wir schneiden das Ganze ab. Dann habe ich hier mal nur einen Stängel. Ne, das können wir nicht machen. So. Ja, Pflanzen auseinanderheddern, mein Lieblingshobby. Jetzt haben wir hier noch so einen kleinen Stängel. So. Stängel 1, den Stängel, den hatten wir schon. Schneiden wir jetzt hier noch was ab? Ja, eigentlich das schöne dicke hier oben. Das würde ich eigentlich noch gerne noch abschneiden wollen. Seid ihr hier zusammengewachsen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und zwar schneiden wir, glaube ich, da. Mut zur Lücke. So. Jetzt haben wir das hier. Das sieht jetzt ein bisschen, ob ich das hier auch noch mit abschneide. Guck mal, ob ich das hier auch noch mit abschneiden soll. Das hier. Da sind mir auch zu wenig Wurzeln dran. Na okay, guck mal, wir lassen das mal so. Ja, ist jetzt nicht schön, aber das Ding hat sehr große, sehr viele Wurzeln, von daher lassen wir das jetzt halt einfach mal so. Wo ist Lüeimer? Da ist Lüeimer. So, wir packen das jetzt hier alles einfach rein. Das auch. Das auch. Dann haben wir jetzt hier noch ein paar Stecklinge. Steckling Nummer 1. Ah, der ist schön hier. Oder? Nein, guck mal, wir machen da draußen erst einen großen Blumenstrauß und pflanzen das dann ein. So. Und so. Können wir die Wurzeln so ein bisschen rumwickeln. So. Dann haben wir jetzt hier noch was. Das muss eigentlich ganz nach unten. Ja.
Ja, man nähert sich. So. Hier noch was. Oh, hier müssen wir aber mal ein paar Blätter abmachen. Und zwar immer die untersten. Denn alles, was in der Erde ist, fängt irgendwann mal an zu faulen oder zu schimmeln an und das wollen wir nicht. Und zwar machen wir jetzt, glaube ich, sehr viel ab. So. Dann haben wir genug Stängel übrig. Den packen wir jetzt hier einfach hier mit so an der Seite mit dran. Das gleiche machen wir bei dem Stängel hier auch. Ich denke mal so bis hier machen wir das jetzt einfach alles ab. So. Stängel Nummer 2. Gucken wir mal, ob es was wird. Na, sagen wir hier, das Ding haben wir hier oben noch. So, jetzt habe ich hier so einen kleinen, wunderschönen Strauß. Den packen wir jetzt hier einfach rein. Packen das wieder weg. Und machen jetzt da einfach die ganzen Wurzeln erstmal irgendwie rein. Jo, machen jetzt einfach Schlecker rein. Na, kurz mal irgendwo raufstellen. So. Kleine Monstrum gebändigt. Sieht jetzt zwar noch nicht so wahnsinnig schick aus. sieht eher mehr aus wie so ein Unfall. aber ich kann hier irgendwo so mit drauflegen, in der Hoffnung, dass die Wurzeln in das Substrat wachsen. So. Aber ich denke, wenn das jetzt halt erstmal alles angeht und wieder weiter wächst, dann haben wir hier einen wunderschönen Monstera Minima-Strauß, denke ich mal, hoffe ich mal. Das war Nummer 1. Spülen wir jetzt noch durch, aber nicht jetzt. So machen wir die andere jetzt auch noch. Gucken wir mal rein, was uns erwartet, dann können wir uns ja immer noch umentscheiden. Oh. Da war der eine Stamm schon Matsch. Was ist denn das hier? Oh. Ich mal vorher mal sauber machen sollen. So, erstmal gerade dieses ganze verrottende Zeug hier abmachen. Hier sind nämlich ein paar Stämmchen matschig. Und Benny mag keine matschigen Stämmchen. Nichts Ekliges als so einen richtig schönen matschigen Stamm, finde ich. Na? Ne, erwischt? Ja. Nee. Das sieht doch eigentlich von den Wurzeln eigentlich noch ganz gut aus. Ich glaube, den können wir doch eigentlich so einpflanzen, oder? Was hast du dazu? Brauchen wir nicht. Oder? Sieht doch eigentlich noch ganz vernünftig aus. Von den Wurzeln her. Ich glaube, dass der Topf dafür ein bisschen zu groß ist. Naja, obwohl. Ach nö, komm. Machen wir noch kurz zum Schluss. Wir müssen jetzt hier irgendwelche Blätter abmachen. Nee. Können wir die vielleicht noch irgendwie ein bisschen besser hinbiegen? Damit sie zumindest alle in eine Richtung wachsen. Nein. Doch. Ja, weil sie zu lange in der Wachstumsbox stand, ne? Fun Fact, das war meine allererste Pflanze, die ich auf Semi-Hydro übertragen habe. Also im Grunde in eigener Sicht daher sowieso hervorragend. Weil wenn ihr die Syngonien irgendwann mal vermehren wollt, ihr seht ja hier an diesem einen Stamm, guck mal, da kommen schon Wurzeln raus. Und das ist jetzt ja eigentlich immer so die Node. Und da würdet ihr da unten drunter, also lasst ein bisschen Platz, ne? Da unten drunter abschneiden, also 1, 2 Zentimeter. Oder halt genau zwischen den beiden Nodes abschneiden. Steckt das ins Wasser und dann habt ihr eine neue Syngonie. Es eignet sich da ja so hervorragend, die Syngonien dafür. Ja, komm, machen wir. So,
Fertig ist es. Alles schön eingepflanzt oder eingetopft. Das stellen wir jetzt hier auch hier rein, spülen das noch ein bisschen durch. Dann sind wir fertig. Auch für heute. Das heißt, wir haben sehr viel geschafft heute, finde ich. Wir waren sehr. Das kommt wieder zurück in meine Box. Okay. Das haben wir heute geschafft. Wir haben den Knoblauch hier haben wir aus der Erde geholt. Das fand ich sehr schön. Den Billy haben wir hier auch aus der Erde geholt und in die Wachstumsbox verfrachtet. Wir haben die riesige Monstera Minima umgetopft und wir haben die Syngonie hier umgetopft. So, ich fand, wir waren heute sehr produktiv. Verlaufen eure Umtopfaktionen auch immer so zielgerichtet oder habt ihr da eher so ein oder seid ihr da eher so konfus und oh, mal gucken wir mal, was jetzt umgetopft werden muss und solange wie die Lust reicht, reicht's. Lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich würde mich freuen, wenn du nächsten Sonntag um 10 Uhr wieder mit dabei bist. Ansonsten macht's nicht gut, macht's besser. Wuff.